Wir wollen wissen, wie es in Zukunft eigentlich mit der Ehrenamtlichkeit der Mitglieder aussieht. Was glauben Sie, wie schaut es in der Zukunft mit der Ehrenamtlichkeit aus? Wird das ansteigen oder wird es eher weniger werden? Das kommt ganz davon an, wie die Politik, der Gesetzgeber das weiterhin sehen wird. Momentan ist es relativ schwierig, ehrenamtliche Tätigkeiten zu motivieren. Warum? Erklären Sie uns das ein bisschen. Ja, ich arbeite in der Gemeinde und ich weiß, was die Veranstaltungsgesetze sind, was die Sicherheitsverordnungen sind. Und es wird da schon sehr, sehr schwierig gemacht, einen Veranstalter einen Frühschoppen zu organisieren, ohne dass er ein halber Jurist ist, damit er die ganzen Bedingungen, die gefordert werden, einfach umsetzt. Das wird immer wieder schwieriger. Und wenn die Vereine keine Frühschoppen und keine Feste mehr machen können, dann haben sie auch kein Geld mehr, um irgendetwas zu machen. Und dann wird es schwierig werden, den Verein zu erhalten. Wer wird sicher nicht werden. Ich hoffe, dass wir es auch erhalten mögen mit den ehrenamtlichen Posten der Vereine. Es ist sicher schwieriger mit der Zeit, dass man überhaupt mal kriegt. Warum glauben Sie, dass es schwieriger wird? Ja, die meisten wollen keine Verantwortung mehr übernehmen. Wieso investierst du gern Zeit für den Musikverein? Weil es mir Spaß macht, weil ich gern dabei bin und weil ich auch meine ganzen Freunde und Musikkollegen alle sehr gern mag. Wenn es so weitergeht, so mit der Registrierkasse und alles, wird die Bereitschaft eher weniger werden. Die Jugend ist nicht mehr bereit, irgendwas ehrenamtlich zu machen. Wir sind Auslaufmodelle. Wir sind von anderen Holz geschnitzt. Das heißt, war es früher leichter? Ja, sehr. Also unsere Politiker, muss ich ganz ehrlich sagen, zeigen das vor, wie man arbeitet. Das heißt jetzt? Nicht so wie im Verein. Ne? Also wir müssen ja alles offenlegen. Ne? Also es gibt bei uns keine korrupten Sachen. Aber wenn man das anschaut, Puls 4, bist du deppert, dann sieht man, was da Millionen verjankert werden, auf Deutsch gesagt. Und die Vereine wollen sie ins Auge, dass die alle zahlen. Also dann ist das Ehrenamt sicher gestorben. Dann können die Politiker das Ehrenamt ausführen, was wir jetzt machen. Ja, ich meine, die Leute sind schon so viel in andere Sachen eingebunden. Es wird sicher immer schwieriger, glaube ich, da ehrenamtlich was zu machen. Aber es Gott sei Dank gibt es noch so viel, die das ehrenamtlich machen. Was glaubst du, wie schaut es in der Zukunft mit der Ehrenamtlichkeit aus? Wird es so bleiben? Ja, sicher. Bleib sicher dabei. Sicher noch 30, 40 Jahre. Wenn man zum Beispiel als Musikverein ein Bezirksmusikertreffen macht und da ein gutes Beispiel der Herr Bezirkshauptmann schon gebracht, dass er für ihr letztes Bezirksmusikertreffen 8000 ehrenamtliche Stunden gehabt hat und aufgebracht worden sind von den Musikern, da zum sagen, da sind Registrierkassen notwendig, weil da zockt irgendjemand Geld ab und geht Steuerhinterziehungen, ist ein Schwachsinn. Das ist ja, und wie tut ihr das dann so quasi, wie würdet ihr das leider erklären, aber kein Verein sein, dass man so viel Zeit investiert für was Ehrenamtliches? Naja, für uns ist ja die Musik eine Leidenschaft. Das ist ja nicht irgendwas, was wir so halbherzig machen. Ich glaube, da sind alle voll dabei. Und deswegen machen wir das auch gern. Ja, ist einfach ein Hobby. Andere gehen Motorradl fahren oder sonst irgendwas. Und wir treffen uns da freitags, machen die Probe und hinten nachher gibt es ein bisschen Jausen ab und so. Ja, weil ich denke, wir sind ein kleiner Ort in Breitenfeld. Wir haben viele Vereine. Und das Positive daran in den Vereinen, dass die jungen Leute halt Pflichten lernen, sie sind gut aufgehoben, sie sind eingebunden mit Älteren und das ist einfach gut so. Gute Frage. Ich glaube, dass eigentlich immer mehr wird, weil ich denke, dass einfach die Jugend auch wieder eher traditionell denkt und weil sie auch ziemlich in ist, sage ich mal, sehr regional zum Denken. Ja, ich glaube eher, das wird fallen. Ich hoffe zwar, dass es wieder steigt, aber man sollte halt vielleicht wertschätzender damit die Vorstandsleute umgehen, dann würde die Ehrenamtlichkeit vielleicht auch wieder steigen. Das heißt, wieso glauben Sie, dass das fallen wird?
Ja, weil immer weniger bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Und zusätzlich noch, wenn man Verantwortung hat, wird man ja meistens noch dementsprechend oft beschimpft, weil man ja nicht alles richtig machen kann. Und deshalb glaube ich, dass das fallen wird. Ehrenamtlich in der Funktionärsebene wird es immer wie schwieriger, Leute zu finden, die Verantwortung übernehmen wollen. Zu Hause gibt es viel zu tun, berufsmäßig hat man immer mehr zu tun. Natürlich, wenn man dann ehrenamtlich unterwegs ist, fehlt die Zeit und auch die Motivation. Und wenn man dann auch ehrenamtlich unterwegs ist, dann ist man ständig irgendwo im Mittelpunkt der Kritik. So der Wunsch an die Politiker gerichtet, was man besser machen könnte. Also der Wunsch wäre, dass die Politiker, nicht die Landespolitiker, sondern die Bundespolitiker mal zu der Peripherie abgegangen, zu uns und fragen, was wir brauchen. Und die haben mehr gefördert. Was wäre überdenkenswert? Ja, zum Beispiel die Bürokratie bei den Vereinen ein bisschen kürzer zu halten. Also man hat mittlerweile zu viel Bürokratie, das weiß man auch. Und jetzt gerade bei den Vereinen, wo die Ehrenamtlichkeit großgeschrieben wird und das Gesellschaftsleben, versucht man jetzt noch einmal mehr Bürokratie reinzubringen. Und Stichwort Registrierkasse. Stichwort Registrierkasse zum Beispiel, ja. Warum ist es so wichtig, dass Sie immer wieder Leute finden, die das machen? Warum ist das so wichtig? Stirbt das Land, stirbt die Kultur. Wir brauchen Leute, die mehr zu leisten imstande sind und auch wollen, die mehr leisten wollen. Und wir brauchen Menschen, die irgendwie für die Gemeinschaft da sind. Und nur durch Vereine, Vereinsleben können wir die Gemeinschaft aufrechterhalten.